Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Ich glaube, ich habe jetzt immer Part 1 gesagt. Ein wunderbares Denglisch, aber jetzt wollte ich mich doch mal dazu durchringen, ein bisschen mehr Part 2 zu sagen. Wir sind mittlerweile in Seattle und suchen hier Tommy, Joels Bruder und hauptsächlich natürlich Joels Mörder. Und kommen jetzt an einer Stelle nicht weiter und haben jetzt zum ersten Mal auch ein größeres Gebiet hier vor der Nase, wo wir auch eine Karte für haben, die uns so mehr oder weniger weiterhilft, vielleicht auch ein bisschen gar nicht, weil diese ganzen Gebäude, die hier auf der Karte markiert sind, die existieren einfach gar nicht mehr und deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal hier ab und gehen mal in das erstbeste Gebäude hier rein, was so ein bisschen auffälliger aussieht und schauen mal, was hier los ist. Hauptsächlich benötigen wir Benzin für einen Generator? Ach, guck mal, sie trägt hier sogar Sachen. Ah, das ist dann vielleicht doch ganz cool gemacht. Achso, hier muss ich, wenn ich nicht auf dem Pferd bin, muss ich es gedrückt halten. Okay, jetzt hat sie hier schon mal ein Fragezeichen eingebaut. Da rechts, fuck Fedora Gate, dahin muss ich auf jeden Fall zurück. Ich glaube, WLF ist das Gebäude, wo wir, was wir als finales Ziel haben. Ja, und irgendwie müssen wir jetzt halt irgendwie mal Benzin hier finden. Na bitte. Fedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Ja. Und guck mal, was wir sonst hier finden. Flammable sieht schon ganz gut aus, zumindest für unsere Treibstoffausgabe, die wir suchen. Und ich glaube, so langsam sind wir doch an einer Stelle im Spiel, wo es richtig angefangen hat. Ich habe noch nicht so recht die Ahnung, was mich hier insgesamt erwartet in so einer doch relativ offenen Szene. Auf jeden Fall erstmal verschlossene Türen. Kommst du da durch? Ladies? Okay, ich halte das. Shit, Infizierte. Was? Okay, wenn du im hohen Gras geduckt bleibst, entdecken dich die Gegner nicht so leicht. Ach so, ich habe jetzt sogar schon zwei Schusswaffen. Ich glaube, die eine habe ich ja tatsächlich von Tommy bekommen. Mir war nicht klar, dass ich jetzt hier wirklich zwei Waffen zur Auswahl habe. Ach, das ist wieder nett, dass sie wieder mithilft. Habe ich schon ein bisschen weniger zu tun. Achso, ich dachte gerade, ich müsste meine Waffen mal nachladen, aber ich habe 7 im Lauf und 0 im Vorrat. Beziehungsweise auch nicht im Lauf, sondern halt im Magazin und so im Vorrat nichts. Da muss ich doch direkt mal meine anderen Waffen auch überprüfen, ob ich hier irgendwas nachladen muss, aber nicht so hektisch, Ellie. Aber es macht nicht den Eindruck. So. Gut, wo bin ich hier? Und warum habe ich jetzt die zwei Zombies da gemetzelt? Ich weiß es nicht. Achso, hier geht's noch weiter. Ich wollte gerade sagen, ansonsten sieht mir das bis jetzt mehr oder weniger wie ein Areal ohne Zweck aus. Die Frage ist, ach, ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Vorne in die Türen reingehen kann ich dann auch, wenn ich mal irgendwann zurückkomme. Oder wenn es hier irgendwie auch nicht mehr weitergeht. Ich habe ja nicht den Eindruck, dass man hier sofort in irgendeine Sackgasse reinrennt, wo es dann nachher nicht mehr weitergeht. Okay, man kann sie auch im niedrigen Gras verstecken.
Also hier vorne stehen Klicker. Die können mich so oder so nicht sehen. Die Frage ist, wie ich die Runner da hinten am besten ausschalte, ohne dass die mich entdecken. Vor allen Dingen, wenn er jetzt direkt auf mich zukommt und ich dann vor seiner Nase liege. Ob das so eine gute Idee ist? Kann ich hier wohl so liegen bleiben, während er hier rumschlendert? Na, so einigermaßen. Na, das ist schon mal gut zu wissen, dass man auch aus der Bauchlage heraus so einen lautlosen Kill machen kann. So, wie komme ich jetzt an dem am besten mal von hinten dran, ohne direkt die Aufmerksamkeit von ihm und den Klickern da zu erregen? So vielleicht. Na gut, dann erledigen wir die beiden auch noch. Komm, hau rein, das Ding. Aber die Klicker stehen hier gerade echt angenehm bewegungslos rum, muss man sagen. Ich habe übrigens just die Tage... Ja, das weiß ich. Ich kapier's nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert, oder? Vielleicht sind sie nicht bis hierher gekommen. Ach, vielleicht. Suchen wir das Benzin. Aber eigentlich will ich jetzt gerade nichts herstellen. Ich habe übrigens just die Tage noch ein Video aus dem ersten Teil von mir gesehen. Da habe ich auch gegen Klicker gekämpft und da machte es mir den Eindruck, als wenn man sich im ersten Teil nicht einfach so von vorne an die Klicker anschleichen konnte. Da haben die... Zwar auf relativ kurzen Abstand, aber sie haben auf jeden Fall getriggert. Man konnte sie nicht einfach von vorne töten. Also man konnte schon relativ nah ranlaufen insgesamt, aber so die letzten 1-2 Meter, die haben sie einen dann doch entdeckt, glaube ich, egal wie leise man war. Zumindest sah es in diesem Video so aus. Okay, interessant. In was für einem Gebäude sind wir hier? Na gut, da unten sind ein paar Zellen. Scheint also zumindest in den modernen Zeiten irgendwie als Polizeirevier genutzt zu worden sein. Ist das richtig? Vom Deutsch her? Genutzt worden zu sein? Naja, wie auch immer. Eine Art Polizeirevier im historischen Gebäude auf jeden Fall. Und in der ganz jüngsten Zeit ist es auf jeden Fall ein Benzinlager. Hey, Ellie. Hier ist eine Synagoge. Okay, eine Synagoge. Jetzt fast eher auf ein Gerichtsgebäude oder sowas getippt. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Okay, mit den Symbolen kann ich auch nicht so viel anfangen. So firm bin ich in religiösen Dingen nicht. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Okay. Sie scheint mehreren, sag ich mal, ethnischen Gruppen anzugehören, die es im Laufe der Geschichte nicht leicht gehabt haben. Also unter anderem scheint sie
Ne, eigentlich scheint sie nicht Jüdin zu sein, wenn sie sagt, sie ist hier drin noch nicht in Flammen aufgegangen, oder? Naja, wie auch immer. Komme ich hier eigentlich wieder rauf? Aber ich glaube, ne, von da oben wäre ich auf jeden Fall nicht auf die oberen Ränge gekommen, um mich da mal umzugucken. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Medical Supplies, das hört sich doch mal gut an. Hier gibt es auch ein paar Sachen für uns zu holen, wahrscheinlich. Also irgendwie scheint diese Fedra-Armee oder wie sie heißt, hier so einen kleinen Lagerpunkt gemacht zu haben, wenn es hier sowohl Benzin als auch Medikamente etc. gab. Oh toll, mehr als dieses eine magere Tuch in dem Regal scheint hier am Medizinstützpunkt nicht zu sein. Prima. Na gut, hier liegt immer noch ein paar Materialien rum, um meine Waffen zu pimpen. Und noch ein paar Materialien. Habe ich gerade irgendwelche Geräusche gehört? So, da könnte ich mich durchstehlen. Das geht wahrscheinlich eher weniger auf. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Und da kannst du nicht durchgreifen, oder was? Ich muss nur hinkommen. Ja gut, und hier kommt man dann auch nirgendwo rein. Mich wundert so ein bisschen, dass da oben so abgebrochene Kanten sind. Das sieht für mich eigentlich fast aus, als wenn man da irgendwie rein könnte, aber... Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es nur Deko. Schick gemacht hier mit den Lichtstrahlen auf jeden Fall. Dann quetschen wir uns mal hier durch. War, glaube ich, Revolvermunition, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier ist auch noch eine Tür. Achso, und dann sind wir wieder hier vorne. Aber ich glaube, hier die normalen Außentüren, die kann man anscheinend nicht aufmachen, so ohne weiteres. Das könnte auch von außen die eine Tür an der Seite hier gewesen sein. Dann könnte es sein, dass die auch nicht aufgeht, dass man von außen, zumindest aus der Richtung hier, gar nicht viel hätte machen können. Aber das schauen wir uns gleich von außen nochmal an, wenn wir wieder nach außen, wenn wir wieder draußen sind. Kann ich hier drauf? Miau. Dann wäre ja fast interessant zu wissen, ob man das Ding noch nach draußen kriegt. Und dann, ach doch, das kriege ich bestimmt. Ja, jetzt kann ich es... Wenn ich das hier von innen irgendwo aufmachen könnte und das dann mit rausnehmen könnte. Ja, ich glaube, ich habe es schon verstanden, dass ich da oben drüber muss. Das könnte allerdings auch der Hauptgrund sein, warum ich dieses Ding besteigen kann. Okay, dieser Kanister ist schon mal leer. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. Ich glaube, das ist uns ziemlich egal. Also, ob das hier ein Haus Gottes ist. Versuchen wir unser Glück im Gerichtspark aus. Verschwinden wir hier. Okay, einen Kanister haben wir gefunden und ansonsten leider nur einen leeren Benzintank. Das ist ein bisschen schade. Aber dann versuchen wir unser Glück, wie sie bereits gesagt hat, im Gerichtshaus. Ach, guck mal, sie macht jetzt doch hier auf. Ja, dann steigen unsere Chancen doch direkt, das Ding hier mal mit rauszunehmen. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Dann noch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Obwohl jetzt, ah doch, ich glaube, sie ist doch Jüdin, ne? Jetzt verstehe ich es erstmal so genau, was sie meinte. Ah, Sekunde. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das.
Wow. Tiefgründige Themen hier mal wieder am Start. Genau, sie ist hier drin nicht verbrannt, weil es halt ein jüdisches Gotteshaus ist. Wäre es ein anderes Gotteshaus, ist sie wohl der Meinung, dass sie hätte verbrennen müssen. Ist okay. Manchmal brauche ich halt ein bisschen länger. Aber jetzt will ich erstmal gucken, ob wir hier oben noch was finden. Hier entlang. Bin direkt hinten. Oh, coole Sache. Jede Menge Zeugs. Naja, jede Menge ist übertrieben. Immerhin 11 Materialien. Und noch irgendein Collectible, Brief, Goodie, was auch immer. Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Antwort. Sergeant Ward, Ecke Spring und 5. Trägt sie das jetzt automatisch ein? Ja, nice. Das nenne ich mal Komfort. Was ist damit? Ja, sofort. Also, ich musste wahrscheinlich sogar hier hoch. Es war noch nicht mal das Riesen-Secret. Da ist Spring und da ist 5. Ja, das passt. Weil ich meinen Originaleingang gar nicht als Ausgang nutzen kann, weil ich da nicht wieder hochkomme. Toll, ich dachte, ich hätte hier ein Secret entdeckt und das ist gar keins. Kann ich mich auch darüber schwingen gleich? Aber erstmal will ich hier gucken. Oh, schickes Bild. Was haben wir, ein Radieschen? Oder ein Apfel? Ich weiß es gar nicht so genau, vielleicht ein Granatapfel. Aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie ein Strauch aussieht, an dem Granatäpfel wachsen. Kleine Bildungslücke, könnte ich mal schließen. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Also die habe jetzt ausnahmsweise sogar ich erkannt. Die eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Naja, toll. Ich hätte mir eher ein paar Goodies in diesem Schrank erhofft, aber das soll wohl hier nicht sein. Ach, und dann ist das da hinten der Ausgang. Jetzt kann ich mich wahrscheinlich Indiana Jones-like hier durch die Gegend pendeln. Okay, sie hat sich auch direkt drangehangen. Okay, es hält. Halte zum Schwingen R1 und L gedrückt. Die Frage ist, wo kann ich mich überall hinschwingen? Kann ich noch weiter runter? Ja. Dann schauen wir mal, ob mir dieser Pendelradius vielleicht auch noch auf die andere Seite gegenüber bringt. Vielleicht ist da noch was Secret-mäßiges. Sie braucht auf jeden Fall lange, um anzuschwingen. Ah, nee, das sieht mir nicht so aus. Als wenn das auch nur im Ansatz reichen würde. Ich mach mal einen Testsprung, aber never. Ach, Quatsch, und davon stirbt sie direkt, oder wie? Ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass sie ein bisschen Gesundheit verliert, aber nicht, dass sie direkt zerklatscht, wenn sie hier auf dem Boden fällt. Na gut, dann schwingen wir doch in die Richtung da. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie Dina gleich hier rüberkommt. Achso, ich kann hier natürlich auch. So, das müsste hier eigentlich schon reichen, oder? Zack. Sage ich doch. Nichts dabei. Ach so, sie springt locker flockig dran an das Seil. Ist klar. So, hier finden wir noch ein paar Pillchen. Hat der Pfarrer sich wohl mal ein bisschen was genehmigt? Oder wie man den jüdischen Gotteshauschef hier auch immer nennt? Keine Ahnung. ...5774. Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und
gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Na, Gott sei Dank, ja. Ich mag es, Teil dieser Überlebensgeschichte zu sein. So, was hat sie hier jetzt alles eingetragen? Wenn ich an ihn denke, sehe ich nur blutende Wunden, den offenen Mund, zerrissene Organe. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich so an mich erinnert. Eher sterbe ich allein. Ist sie allein gestorben? War ihr Gott bei ihr? War er am Ende bei ihr? War er bei Joel? Habe ich es für Joel schlimmer gemacht, weil ich da war? Oder war ich nur anwesend? Mehr als ich mehr als ich bei ihm war. Ich will nicht nur den Glauben an Schmerz. Ich will den Glauben von Schmerz. Ich will den Glauben durch Schmerz. Sie schreibt wirres Zeug. Aber ich glaube, ansonsten haben wir jetzt keine weiteren Einträge verpasst gerade. Beyond faith in pain, I want faith from pain. I want faith through pain. Ja. Okay. Kann man so schreiben. Und noch ein Zettelchen. Lieutenant Torres, vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen. Lebende Menschen viel mehr. Lebende Menschen viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern. Und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Achso, ist das hier vom Pfarrer an den Lieutenant oder was? Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Ach, Rabbis sind es, richtig. Rabbi Tziva Saunders. Zeig ich nochmal kurz. Jo. Du hast dein Ziel erreicht. Na gut. Dann können wir das hier fürs Erste verlassen, denke ich. Hoppla. Ja genau, das überlebt sie. Aber den Sprung von diesem Seil gerade nicht. Das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Kartenort vollständig. Okay. Vollständig heißt, ich habe wirklich alles drin gefunden oder nur storyrelevante Sachen? War hier nicht vorhin noch ein Teil zum Öffnen dran? Sehr wahrscheinlich aber verschlossen gewesen, weil das von innen zugestellt ist. Okay, was haben wir hier? Krass. Krass. Setze eine Schockbombe ein, um mehrere Gegner zu betäuben und erledige sie dann mit Schlagangriffen durch Quadrat. Okay. Ja, können wir bei Zeit mal ausprobieren, wenn die Horden wieder hinter uns her sind und Rezept freigeschaltet. Kanister und Sprengstoff. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, im ersten Teil habe ich solche Sachen gar nicht so viel benötigt auf normalem Schwierigkeitsgrad. Bin mal gespannt, wie es hier letztendlich aussehen wird. Goodie. Checken wir nochmal kurz die Vordertüren. Da kommt unser Pferdchen auch schon wieder angetrabt. Aber ich schätze mal, hier geht's nicht rein, oder? Ne, alles zugewuchert und zu. Have ticket ready, show your ID card. Yellow tickets, red tickets, white tickets.
A-Class Rating, B-Class Rations, C-Class Rations. Na dann. Hier gab es dann wohl zwischenzeitlich eine Essensverteilung. Jetzt müsste ich. Ah ne, jetzt müsste ich mal den Knopf gedrückt halten, um auf die Karte zu gucken. Genau, genau hinter mir eigentlich geht es weiter. Da haben wir jetzt zumindest was eingetragen, wo Benzin sein könnte. Ich möchte mich aber trotzdem nochmal hier in der Richtung umgucken. Wenn man hier nicht noch so ein paar optionale Sachen finden kann, bin ich mir sonst nicht ganz schlüssig, was dieses offene Gebiet hier soll. Oh, ein Panzer steht hier einfach mal so rum. Schauen wir uns gleich an. Naja, wenigstens liegt hier mal was. Was hat sie jetzt so lange gebraucht, um sich hier zu ducken? Roger, ich möchte nochmal auf unseren Streit gestern zurückkommen. Ich verstehe deine Bedenken und deine Zurückhaltung. Aber hör zu, wir haben die Fedra bereits ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unserem Kampf angeschlossen. Und wir wissen, dass sie sich durch Tunnel davonschleichen wollen. Das gibt uns die einmalige Gelegenheit, Torres und seinen Schergen den letzten Schlag zu versetzen. Okay, dem Fahrrad, der Kipper hieß er, glaube ich, ne, hat Torres da geholfen, aber er hat anscheinend auch irgendwie ein paar Feinde. Klar, er gehört zur Fedra. Also die jüdische Gemeinde hier war anscheinend der Fedra gegenüber aufgeschlossen. Das gibt uns die einmalige Gelegenheit, Torres und seine Schergen den letzten Schlag zu versetzen. Wie viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren? Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen. Du weißt das besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Fragen stellst. Es sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist und darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein wirst. Isaac. Irgendwie traurig. Ja. Okay, hier kommen wir sogar drauf und hier kommen wir sogar rein. Ich habe so ein Ding nie in Aktion gesehen. Ihr geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Nee, das sieht nicht so aus. Okay, wir können nicht direkt rein. Aber wir haben ein bisschen Muni gefunden. Was wie bei diesen Astronauten? Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und... Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Das stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Ja, ganz so würde ich es nicht ausdrücken, aber ich sag mal, die Astronauten sind bestimmt sinnvoller gestorben als jeder, der irgendwo irgendwie in einem Krieg gestorben ist. Ja. Oh ja, gibt ja noch so ein paar Orte hier, wo irgendwas rumfliegt. Jemand hat hier gekämpft. Ja. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Tja. Wenn man das mal so genau feststellen könnte. Tommy ist nicht der Einzige, der hier gekämpft hat. Vor allen Dingen haben wir relativ... Vor allen Dingen liegen hier relativ viele Leute mit irgendeiner Tasche rum. Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Die relativ viele Leute mit einer Tasche rum, die irgendeine Notiz in ihrer Tasche hinterlassen haben. Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich habe nicht genug Mumm, um da allein reinzugehen. Aaron. Komm. Trag's ein. Und zeig mir wo. Oh, direkt hinter uns. Ist das das Bankgebäude, was hier so liegt? Aber hier sind wir gerade rausgekommen, oder? Da war die eine Feuerstelle drin. Ach nee, ach komm. Diese Doppelbelegung der Tasten ist teils auch verwirrend. Hilf mir doch mal. Vielleicht kommen wir da rein.
Ja, Mädels. Gleich. Ich will jetzt aber eigentlich nochmal gucken, wie und wo ich hier gegebenenfalls in die Bank reinkomme. Oh. Da, das Schild. Ich glaube, wir haben die Bank gefunden. Ja. Wir reingehen? Entscheid du. Auf jeden Fall. Ich wollte aber auch noch kurz hier gucken, wo wir schon gerade hier sind. Okay, aber hier in diesem Gebäude ist anscheinend gerade nicht viel. Trotzdem, in jeder Ruine, die hier rumsteht, möchte ich mich eigentlich auf jeden Fall mal kurz umgucken. Aber die Straßenseite wechseln wir nachher nochmal. Beziehungsweise die Flussseite. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Bank. Beziehungsweise das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ja, genau. Die Bank nehmen wir uns beim nächsten Mal vor. Ich sage bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne. Thank you.